Und Kapitel 2 sind wir angekommen. Alle herhören, hier spricht Thorensen von der CEC. Trennt ihre Extremitäten ab. Nur so könnt ihr sie erledigen. Kommunikation ist offline. Wir können nicht rausfunken. Sagt es also jedem, den ihr seht. Okay, alles klar. Mal gucken, ob wir wieder was Neues kaufen können. Vielleicht wurde der Shop jetzt abgegradet. Ja, tatsächlich. Da. Dieser Harpun habe ich gemeint. Das ist ein Speerwerfer. Genau den brauchen wir. Der kostet 11.000. Den können wir uns gerade so leisten. Jawohl. Haben wir gekauft. Das ist auch nicht schlecht. So eine Strahlenkanone. Die macht so einen riesen Schuss. Und durchtrennt eigentlich alles. Jo, wir machen aber erstmal. Wir haben zwar die Waffe, aber wir werden sie erstmal nicht benutzen. Jo. Wir werden sie erstmal nicht benutzen, weil wir erstmal den Cutter komplett aufrüsten. Und danach erst die andere Waffe. So, die macht 50 Schaden. Erstmal Plasma Cutter. Also hier funktioniert das gleiche Spielchen wie beim ersten, nur dass es hier nochmal Zusatz gibt, Spezial. Ich glaube, das ist bei der Waffe sowas wie Feuer. So, wir machen einmal hier drauf, einmal hier drauf. So, dann können wir hier drauf machen und nachladen. Also wenn wir hier außen gehen, können wir dann diese beiden hier zum Beispiel sparen. Oder hier das eine sparen. Ja, hier gibt es auf jeden Fall mehrere Wege, wie man die Knoten richtig platziert. Und dass man halt ja, ein paar Stück spart. Ansonsten hier das REG. Mehr TP und so weiter. Und das Stace-Modul. Das können wir auch noch upgraden. Mehr Schaden ist natürlich geil. Wenn ich mit den Objekten mehr Schaden mache, ist es wunderbar. So, wie sieht das denn hier aus? Krass. Mit Explosionseffekte. Ui. So, und hier war das mit Feuer, oder? In Brand, genau. Setzt das Ziel in Brand. Das müssen wir auf jeden Fall sehr schnell lernen. So schnell wie möglich. Wenn wir eine gute Waffe haben, können wir damit schnell den Gegner töten, und wenn wir schnell den Gegner töten, können wir lange überleben und weiterkommen. So sieht's aus. Okay, ich glaube, gehen wir nochmal zurück. Ja, ich lege ein paar Sachen ab. Also hier im Inventar können wir ein paar Sachen ablegen. Im Safe. So, wir legen das hier ab und auf ein paar Stück. Halbleiter Gold, das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen, da gibt es Knete für. Inventar. Verkaufen, jawohl, bin ich mir sicher. So, die Sachen haben wir, das sollte uns reichen. Erstmal, um weiterzukommen. Kann auch mit Items zu nehmen sind. So, die werden es doch attackieren. Ist aber halt nur als Notlösung. Am besten immer seine Waffe benutzen, die macht am meisten Schaden. Was geht denn jetzt ab? Wie quatscht er denn die ganze Zeit?
Gemäß des Bürgerrechts verhänge ich hiermit ab sofort das Kriegsrecht. Alle Bürger haben die Station zu räumen. Plünderer werden sofort erschossen. Das ist keine Übung. Begeben Sie sich sofort zu evakuieren. Okay, okay, sehr ruhig. Kann man auch hingegen schießen? Damit kann vieles kaputt machen, das ist schon mal gut. Hier können wir einen Knoten reinstecken, wir haben aber keinen. Das öffnet halt so einen Sonderraum und in diesem Sonderraum sind meistens immer sehr geile Items. Da wir leider keinen Knoten haben, geht's einfach erstmal weiter. Nein, da hinten ist dieses komische Monster, was ich gemeint habe. Das saugt sich in den Körper rein und belebt quasi den toten Körper wieder. Das ist ziemlich krass, dieses Monster hier. Sieht man das? Nee, ist glaube ich wieder abgehauen. Was für Geräusche! Er wurde einfach weggezerrt. Krass. Titan Highlights. Comfortable Living Conventian Location. Isaac, hier drüben! Hier drüben macht er. Hallo. Und da hinten laufen die Monster so und Schaden. Das sind die Drogen, Isaac. Sie gaben uns Drogen, damit wir vergessen. Aber alles gut. Ich weiß nicht, wovon Sie da reden. Warum funken Sie mich an? Isaac! Isaac, passen Sie auf! Nein! Wo bist du denn hin? Noch jemand? Boah, hab ich mich gerade erschreckt. Da kam aus dem Nichts wieder mal. Du trittst hier. Okay. Der kam wirklich aus dem Nichts. Er war auf einmal da. Was? Welche Tür? Nein, ich lasse meine Mutter nicht. Wir müssen hier weg, sofort! Hä? Wo denn? Sicher zu gehen, noch mal einen Arm rausreißen und in den Körper. Nein, da ist irgendwo was. Irgendwo ist was. Ach, da. Der kriegt eine Rollstuhltherapie. Gut, den haben wir geändert. Was ein Fritzi. Noch jemand? Das ist auch was Spitzes, das kann man den auch schön reinrahmen. In den Kopf. Das ist eine Frau gewesen? Okay, sah aus nämlich wie so ein Typ.
Ach, müssen gar nicht hier rein. Daneben hier lang. So ist mal eine kleine Heilung geschluckt. Nein, daneben. Boah, die kommen ja aus allen Seiten. Ich versuche natürlich jetzt da durchzugehen oder sowas. Aber ich muss wirklich nicht sehen. Ab. Wow! So, alle zerstückeln hier. Ja, wo müssen wir denn hin? Wir müssen da lang. Also bei so Kampfszenen bin ich meistens immer ruhig, weil ich mich einfach nur auf den Kampf konzentriere, damit ich überlebe. Aber wenn nichts los ist, kann ich auch gerne was quatschen. Was ich natürlich immer erwähne, bei den Zwischensequenzen, da versuche ich mal ruhig zu bleiben, nicht zu quatschen, so dass ihr am meisten mitbekommt von der Story, die hier ganz klein irgendwie ist und auch ganz groß werden kann. Ja, so sieht's aus. Wo geht's runter? Da geht's runter. Überall sind Necromorphs. Ist die ganze Sprawl infiziert? Wie konnte das passieren? Der Marker wurde zerstört, Dana. Ich habe ihn zerstört. Sie haben einen Marker zerstört, Isaac. Die Regierung hat einen weiteren gebaut. Auf dieser Station? Warum? Es ist mächtige Alien-Technologie und Kite-Man will diese Macht. Gehen Sie zur Bahn. Dann bringe ich Sie zur Bahnstation Christine Power. Dana? Verdammt. Okay. Da weint ein Baby. Okay, interessant. So, wo müssen wir lang? Wir müssen, glaube ich, hier hinten irgendwo. What the fuck? Oha. Wir kommen auch wieder aus dem Nichts. Ja. Ja, komm schon, öffne die Tür.
Wo ist das Teil hin? Da. Ah, sein Schwanz ist also auch sehr stachelig und man kann ihn auch trillen, okay. Und spitzig. Nicht schlecht. Überall was los. Was ist das? Ah, ein Kopf. So, weiter geht's. Na komm. Wo müssen wir hin? Wir müssen da rein. Aber wir müssen noch irgendwas einschalten. Da ist noch was. Selbst ins Ausgeschossen. Ja, toll. Toll, das nützt mir jetzt echt was. Och Mann. Ah, so knapp. Damn it. Naja, wir probieren es nochmal. Du hast doch nicht so viel zurückgesetzt. Erstmal hier alles wieder nehmen. Und jetzt kommen diese Viecher nochmal. Okay, solange wir von einer Seite kommen, habe ich nichts zu befürchten. Komische Wucherung. Okay, jetzt kommen wir von der. Nein! Was ein großer Explosionsradius. Huh. Oh Mann, oh Mann. Ist ja richtig krass. Was haben wir denn hier? Halbleiter Gold. Können wir verkaufen? Gibt Kneter? Was ein Brainfuck, diese Werbung hier. Wow, wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter. Safe Sound. Aufgabe erfüllt. Was geht denn hier ab? Dabei.
das Prinzip. Tjo, haben wir geschafft? Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir müssen in den Zug rein. So, und was uns dort im Zug erwartet, das sehen wir dann im nächsten Part. Deswegen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt Dead Space 2. Und falls es euch gefällt, würde ich mich natürlich freuen über ein Däumchen hoch. Natürlich auch über Kommentare nach wie vor. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, macht das bitte, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Mein Name ist Gelato86. Wir sehen uns. Bye bye, winke winke, ciao ciao.